So, da sind wir mit euren weiteren Fragen. Die Teil 2, weitere Fragen. Wir haben die restlichen Fragen jetzt auch noch für euch. Fragen bezogen auf einen Charakter und die wollen wir im Cosplay beantworten. Also, was ist denn heute los mit dir? So Fragen beantworten für euch! Kamera, für Facebook. Haben wir das jetzt ordentlich erklärt oder? Nein, eigentlich nicht, aber ist egal. Ja, wir beantworten die restlichen Fragen im Cosplay-Punkt. Könntet ihr euch Ciel als den Dominanten bei den beiden vorstellen? Oh ja. Was? Oh ja. Meine witzige Art und Weise schon. Hallo, Sebastian. Gib zu, das gefällt dir. Ach, mein Gott. Ah. Dafür seid ihr einfach viel zu süß. Ach, aber Sebastian, heute wollte ich doch mal. Würde Sebastian Well attraktiver finden, wenn dieser Katzenohren und einen Katzenschwanz? Machen wir den Smiley nach. Bitte. Du bist aber ein süßes Kätzchen. Gefällt dir, was du siehst, mein lieber Sebastian? Aber Sebastian, nein! Was würdest du tun, wenn Ciel stirbt? Hallo Sebastian, ich... Mein junger Herr, nein, aber... nein, es... Oh, was für eine süße Katze. Würdet ihr in Black Butler Cosplay einkaufen gehen? Waren wir schon. Oft. Nicht nur, also hauptsächlich bei McDonald's. Das ist ein Einkaufen gekauft. Und wir waren noch im Netto. Nee, wir waren schon öfters mal trinken kaufen am Bahnhof oder so. Jetzt fühlen wir ein bisschen was ein, wo wir irgendein Einkaufen waren. Das, was wir gerade so übrig noch haben. Sebastian und Ciel sind in einer Fantasiewelt gefangen. Ein Mann kommt vorbei und bietet Sebastian eine wirklich süße Katze an, in die Sebastian sich sofort verliebt. Jedoch will der Mann Ciel als Gegenleistung haben für seine bösen Machenschaften. Geht Sebi-chan darauf ein? Werden wir sehen! Wer hat sich das ausgedacht? Sebastian? Ja, ist ja gut, mein Junge. Da Elias ein Outro möchte, mache ich ein Outro.